Ja, seid ihr auch schon mal schwarz gefahren? Im schlimmsten Fall könnt ihr dafür im Knast landen, wenn ihr nicht bezahlt. Das heißt Ersatzfreiheitsstrafe und das kostet den Staat bis zu 190 Euro am Tag. Also wenn der Staat von dir kein Geld bekommen kann, gibt er einfach noch viel mehr Geld aus. Weil das so absurd und teuer ist, hat die Ampel beschlossen, okay, wir halbieren jetzt die Ersatzfreiheitsstrafe. Ist eine gute Sache. Spart Geld und bestraft die Leute weniger, die einfach zu arm sind, sich ein Ticket leisten zu können. Und jetzt gibt es ein Problem. Denn Bayern soll dafür die Software umstellen, dass es zum 1. Oktober losgehen kann. Und Bayern so. So schnell können wir die Verwaltung nicht drauf einstellen, durch zwei zu teilen. Wir brauchen viel mehr Zeit. Deswegen greift die Reform jetzt erst im Februar 2024. Die brauchen also mehr als 8 Monate fürs Geteiltrechnen. Plus ist viel einfacher.